Rindefilet, Chilis, Pimentos und Chorizo, würde der Spanier sagen. Meine Lieben, ich zeige euch mal so ein wirklich saumäßig gutes Gericht. Bisschen anders, wie man es vielleicht kennt, aber wirklich sehr, sehr, sehr lecker. So, Pimentos kleingeschnitten, Chilis kleingeschnitten. So, mit Kernen, ja, dass sie auch ordentlich scharf sind. Dann kommt die Chorizo dazu, also diese lecker, leicht scharfe spanische Paprikawurst. Und dann das Rinderfilet. Das kann aber auch Hähnchenbrustfilet sein oder auch Schweinefilet. Jetzt schaut mal dieses schöne Stück Fleisch an. Das ist schon was Besonderes. So, und ja, so halb Zentimeter dicke Streifen schneiden. So. Und nochmal. Okay, das ist die Vorbereitung. Alright? Jetzt braucht man eine heiße Kokotte, also so eine Steingutform. So, und die ist, Achtung, die ist richtig heiß. Okay, einmal Platz schaffen. Seid ihr bereit? Jo. Hier ist übrigens richtig heißes Butterschmalz. Also man muss da echt gut aufpassen, aber es ist saumäßig geil. So, erstmal kommt Brot vom Vortag, hier in so eine Auflaufform. Dann kommen ein paar von diesen Pimentos, Chili, Chorizo. Ich sage euch, wenn ihr das mal macht am Abend, vor dem Grillen als speziellen Gang, seid ihr die Helden. Walnüsse. Okay. So, dann kommt das Fleisch dazu. Alles noch schön roh. Oh, heiß. Fuck, ist es heiß. Fuck, ist es heiß. Oh, Scheiße. So, und jetzt, Achtung, seid ihr bereit? Jetzt kommt das heiße Butterschmalz drüber. So, und das lassen wir hier drin so ein bisschen köcheln. Obendrauf kommt dann geschroteter Pfeffer und etwas Salz. Und so wird das Ganze serviert und das Brot wird hier super schön crunchy. Das Filet gart ganz gemütlich vor sich hin. Das ist eine tolle Sache. So wird es auch serviert. Und wenn man da ein paar Minuten wartet, wird das Ganze schön medium. Sensationell. Also, Blitzrezepte à la Henze. Mal was Besonderes. Guten Appetit.